Lip, mit Käsebechamel ein herrlicher Auflauf wie aus Großmutters Kochbuch, Schwarzwurzeln und Kartoffeln, in cremiger Soße Zutaten für 4 Personen, 3 Esslöffel Weißweinessig, 809 Schwarzwurzeln, 409 Kartoffeln, 1-2 Großmarin, 4 Esslöffel Butter, 3 Esslöffel Mehl, 600 ml Milch, Salz, Pfeffer 150, 9 Cheddar, Klammer auf Stück, Klammer zu, 1 in einer Schüssel ca. 11 kaltes Wasser und Essig mischen, Schwarzwurzeln unter fließendem Wasser waschen, dann schälen und Skloek in Scheiben schneiden, sofort in das Essigwasser legen, Kartoffeln schälen, waschen und in Scheiben schneiden, Rosmarin waschen und Nadeln hacken, 2 Butter in einem Topf erhitzen, Mehl darin unterrühren hell anschwitzen, Milch unterrühren zugießen und aufkochen, mit Salz, Pfeffer und Rosmarin würzen, Schwarzwurzeln gut abtropfen lassen und mit Kartoffeln in der Soße ca. 15 Minuten köcheln, 3 Käse raspeln, 50 Gramm Käse in der Soße unterrühren schmelzen, Gemüse mit Soße in eine Auflaufform wie Illen, mit Restkäse bestreuen, im vorgeheizten Backofen CE Herd, 200-Umluft, 180-Gas, S-Hersteller Klammer zu, ca. 20 Minuten überbacken, zum Beispiel mit rohem Schinken oder Minutensteaks servieren. Zubereitungszeit.